Was für ein schöner Tag. Wie geht's uns denn heute so? Eigentlich müsstest du ja heute ein neues Video aufnehmen und vor dem PC sitzen. Aber darauf hast du mal gar keinen Bock. Dafür habe ich eine Idee. Film doch einfach deinen stinklangweiligen Alltag und tu so, als würde das total spannend sein und mach Millionen von Klicks. Klingt gut? Dann herzlich willkommen zum Wie werde ich YouTuber? Vlogger. Vlogger sein heißt, sein Leben in einen Film zu verpacken. Dabei gibt es natürlich ein paar grundsätzliche Tipps zu beachten, damit deine Zuschauer nicht vor Langeweile an Herzversagen sterben oder dich wegen grausam schlechten Kotz-Contents verklagen. Also, Tipp Nummer 1. Sieh zu, dass dein Leben wenigstens so ansatzweise spannend ist wie das der Wollnies. Kevin, Jeremy, Pascal, Vlog schneiden, kommt doch mal hoch! Hiopai-Vlogger, die beim Dreh Moos ansetzen, sind ungefähr so unterhaltsam wie Lion T beim Rappen zuzuhören. Also, Arsch hoch und los geht's! Tipp Nummer 2. Die Welt ist schön, besonders deine Welt. Friede, Freude, Eierkuchen, das will keiner sehen. Es muss etwas passieren. Wenn es das nicht tut, dann sorg halt dafür. Und mach so wilde Kamerafahrten, dass selbst erfahrene Achterbahnfahrer von ihren PC-Stühlen fallen und die Tastatur vollkotzen. Zeig deinen Zuschauern, wie unglaublich toll du bist und lenk sie davon ab, dass du eigentlich gar nichts kannst. Bam! Tipp Nummer 3. Ortswechsel, Ortswechsel, Ortswechsel. Als Vlogger bist du ständig unterwegs. Und deine Kamera ist natürlich immer mit dabei. Auch wenn du öfters mal ziemlich dumm von Leuten angeschaut wirst und die sich wahrscheinlich denken, du bist aus der nächsten Irrenanstalt ausgebrochen, bleib deiner Linie treu und schrei ruhig mal in deine Kamera. Aufmerksamkeit möchtest du ja sowieso schon haben. Ach ja, bei diesem Ort darfst du eventuell auch eine Ausnahme machen und die Kamera abschalten. Naja, auch bei dem. Und letztendlich Tipp Nummer 4. Solltest du übrigens eine Frau sein, vergiss Tipp 1 bis 3, zieh dir was Nuttiges an und voila, die Millionen-Abonnenten-Marke ist erreicht. Easy. Ja, liebe Freunde, wir haben wieder viel gelernt zum Thema Vlog. Das hat der Ben uns hier ganz, ganz, ganz toll demonstriert. Ja, total geil. Also ich bin auch immer noch, du siehst, ich bin total bereit für die 1 Million Klicks mit Spitze selbst. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Natürlich nur positive. Nein, schreibt in den Scheiß rein. Wenn es euch gefallen hat, dann kann man auch ein Like oder ein Abo da lassen, je nachdem. Ich möchte eigentlich auch gar nicht so weitersprechen. Dann sag einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö.